So, hallo, ich mache jetzt mal ein Video hier zu Final Cut, wie man bei Final Cut eine neue Mediathek anlegen kann. Also das heißt, wir haben bei Final Cut verschiedene Möglichkeiten. Man kann ein Projekt anlegen, man kann ein Ereignis anlegen oder eine Mediathek anlegen. Bevor wir ein komplett neues Projekt bei Final Cut erstellen, fangen wir immer an mit einer Mediathek. So, Mediathek heißt, wie es der Name schon sagt, eine Mediathek. Hier ist alles komprimiert in einer einzigen Datei drin. Ich habe jetzt hier schon verschiedene Mediatheken angelegt, von meinen Projekten, wo ich gerade arbeite oder wo ich gerade daran gearbeitet habe. Jetzt will ich eine neue Mediathek machen, die nenne ich jetzt einfach mal Südkorea GoPro. So, das soll jetzt eine reine Mediathek werden, wo nur GoPro-Videos von meinem Südkorea-Ausflug drin sind. Und ja, die Mediathek, die erstelle ich jetzt mal. Da suche ich mir ganz normal einen Speicherpfad aus, wie man sonst auch vom Mac oder vom Windows her gewohnt ist. Man wählt hier die verschiedenen Ordner, Pfade oder Festplatten aus, wie spielt keine Rolle. Der Vorteil ist, wenn man eine komplette Mediathek anlegt und auch darin in dieser einzigen Mediathek arbeitet, dass man eben diese Mediathek eben auch kopieren kann auf andere Festplatten oder auf andere Rechner und einfach da uneingeschränkt weiterarbeiten kann. So, ich habe jetzt hier mir meinen Ordner meiner 12 TB Festplatte ausgewählt, habe hier einen Ordner Final Cut Pro X. Da erstelle ich jetzt meine Mediathek Südkorea GoPro. So, die Mediathek wurde erstellt. Oben links sehen wir jetzt hier Südkorea GoPro, das heißt, die Mediathek ist erstellt worden. Unten drunter ist gerade die andere Mediathek, mit der ich aktuell arbeite. Die schließe ich jetzt gerade mal, weil ich die momentan nicht brauche. So, also Final Cut tut hier standardmäßig schon einfach ein erstes Ereignis reinfügen anhand von dem Datum. Das kann man natürlich dann umändern. Wir nennen das jetzt hier GoPro. Fertig. Also, wir haben verschiedene Möglichkeiten. Hier oben, das ist meine Mediathek anhand von diesen vier Symbolen. Und in dieser Mediathek kann ich jetzt verschiedene Ereignisse einfügen. Ereignisse heißen, ja, zum Beispiel jetzt hier GoPro oder ich nenne das jetzt hier einfach Filme. Kommt hier hin, dass ich in dieser Mediathek umher switchen kann, also verschiedene Videos einfügen kann. Oder? Gehen wir jetzt hier zu dem Thema GoPro. Hier sind natürlich jetzt auch gar keine Medien drin. Ich gehe jetzt hier auf Medien importieren, suche mir jetzt hier meine beliebige, meinen beliebigen Pfad aus, entweder meine 500 GB externe Festplatte, die ich hier rechts liegen habe von mir, meine 12 TB oder von meinem Computer selber oder Speicherkarte oder was auch immer. Ich habe jetzt hier meine externe angeschlossen mit Videos, ProRes, die habe ich vorher schon umgewandelt, da werde ich dann noch ein zweites Video zu machen. ProRes ist ein eigenes Format von Apple, mit dem man renderfrei schneiden kann. So, jetzt kommt hier der Clou zur Mediathek. Also, ich habe jetzt hier einen Ordner mit, sagen wir mal, hunderten von Videos. Ich füge jetzt mal einfach mal nur drei Videos ein, da es sonst zu lange dauern wird. Ich möchte jetzt diese drei Videos in meinem Mediathek Ordner einfügen. Da schlägt dir Final Cut zwei Optionen vor. Dateien am ursprünglichen Ort lassen ist natürlich die bequemste Variante. Das heißt, die originalen Videos bleiben da, wo sie sind. Also sprich auf der Speicherkarte oder auf der externen Festplatte oder auf dem Ordner, da wo die Videos drin sind. Ist aber keine gute Idee, weil so kann man die Mediathek nicht, sage ich mal, verschieben, auf anderen Computern kopieren oder einfach. Es ist einfach sicherer zu arbeiten, indem man hier den Haken drin lässt, in Mediathek kopieren. Das heißt, Final Cut kopiert jetzt diese drei Videos von meiner 500 GB Festplatte noch einmal in die Mediathek hier oben, Südkorea rein. Also er dupliziert sozusagen die Videos. Ist natürlich ein bisschen aufwendiger, je nachdem wie groß die Videos sind und wie groß wie hoch der Rechenaufwand ist oder was für einen Computer man hat oder was für einen neuen. Umso länger dauert es und umso schneller geht es. Ich tue das jetzt hier importieren, optimierte Medienstellen brauche ich nicht, Proxy-Medien auch nicht, weil ich habe meine Videos vorher schon in ein ProRes-Format von Apple umgewandelt. Geht einfach schneller und ja, kann man besser machen. Da mache ich noch ein zweites Video und dann erkläre ich das auch. So, ich tue jetzt hier Auswahl importieren, klicke drauf und siehe da, die Videos kommen jetzt hier rein. Sie sind auch schon da als Thumbnail, aber er kopiert noch. Das heißt hier,
Er ist jetzt gerade dabei, 8%, 10%, 11%, 12%, genau, das geht jetzt hoch bis 100. Spulen wir jetzt mal vor. So, jetzt hat Final Cut meine Videos 100% in die Mediathek reinkopiert. Sprich, die Videos sind jetzt 1 zu 1 in der Mediathek vorhanden. Das heißt, ihr könnt jetzt die Videos von einem Originalträger, in dem Fall war es meine 500 GB Festplatte, einfach löschen oder hinschieben, da wohin ihr sie wolltet. Auf jeden Fall sind jetzt diese Originaldateien sind jetzt in der Mediathek vorhanden. Also ihr habt jetzt hier die Mediathek, Südkorea GoPro, dann ein Ereignis Filme, habe ich noch nichts rein importiert, und das Ereignis GoPro. Hier sind die Filme drin. Und wenn ihr noch sehen wollt, wo die Filme sind, geht ihr hier drauf, im Finder anzeigen. Und dann zeigt er euch auch gleich hier den Speicherort, wo die Originalmedien abgespeichert sind. Kann man hier noch auf Informationen gehen. Sieht man hier den Pfad und da sind die abgespeichert. Gehen wir zurück zu Final Cut. Jo, und jetzt haben wir dann die Möglichkeit, einfach noch ein Projekt anzulegen. Da gibt Final Cut eigentlich auch schon eine ganz einfache Hilfestellung. Eigene Einstellung verwenden. Wenn ich jetzt hier drauf gehe, dann kann ich sie individuell angeben oder ich lasse es so, wie es ist. Da macht Final Cut die Einstellung, die, sage ich mal, von dem Originalmedium ausgegeben wird. So, wir machen das jetzt einfach mal. Klicken jetzt hier mal drauf. Auf Info hier oben, meine Originalmedien haben 3840 x 2061 Pixel auf 30 Frames. Das heißt, wenn ich jetzt hier diese Mediathek in das Projekt reinschiebe, dann hat mein Projekt automatisch diese Auflösung mit dieser Frames-Anzahl. Ihr könnt das natürlich auch anders machen, indem ihr jetzt hier oben Ablage auch wieder ein neues Projekt macht. Ihr sagt, 4K ist euch zu groß, geht man hier auf eigene Einstellung verwenden und wechselt hier die verschiedenen Formate. Zum Beispiel hier das gängigste Format, mit dem viele arbeiten. Das ist einfach das Full-HD-Format. 29,97 Frames erstellen. So, schiebe ich jetzt da denselben Clip rein, den ich im Original im 4K habe, hier runterschiebe. Dann hat der jetzt hier, Moment, das ist das Falsche, neues Projekt, da ist es. Hier, neues Projekt 1, 1920 auf 1080. Jetzt sieht man auch hier, ist hier ein Renderbalken vorhanden. Das heißt, Final Cut rendert jetzt mein Original 4K-Video runter auf 1080p. Jo. Hier mal, wie gesagt, das kleine Video zur Final Cut-Erstellung von Mediatheken, Ereignissen und Projekten. Nochmal grob zusammengefasst, Mediathek ist das, wo alles eingespeichert ist in deinem Projekt, in deiner Datei. Ereignisse sind verschiedene Ereignisse, die wir anlegen, wo wir die Videos rein- und rausschieben. Du kannst auch Fotos reinschieben oder Musikdateien, alles Mögliche. Und dann natürlich das Projekt, wo wir dann das Video selber schneiden. Gut.